Hallo, ich bin Jana Burbach und Drehbuchautorin. So, man schreibt die Drehbücher, die dann später sozusagen für den Film als Drehgrundlage genutzt werden. Aber manchmal fängt die Arbeit des Drehbuchautors auch schon früher an. Also sagen wir, es gibt verschiedene Vorstufen zum Drehbuch eigentlich. Zum Beispiel das Pitch Paper, das ist oft ein ganz kurzes Dokument, was nur so die Idee des Films oder der Serie beschreibt. Ich interessiere mich immer für Projekte und Stoffe, wo ich das Gefühl habe, ich kann selbst noch was entdecken. Also sei es über ein anderes Berufsumfeld, wie das zum Beispiel bei Bad Banks der Fall war. Da haben wir sehr viel über Banken recherchiert, Banker getroffen, Interviews gemacht. Ich würde sagen, der klassischste Weg ist natürlich über ein Drehbuchstudium an einer Filmhochschule, was auch bei sehr vielen Autoren der Fall ist, dass sie diese Basis haben. Bei mir waren die Wege ein bisschen verschlungener. Ich habe als Jugendliche vor allen Dingen Theater gemacht und habe dann mit 18 überlegt, ob ich auf eine Schauspielschule gehen soll oder Literatur studieren. Und dann ist es sozusagen das Literaturstudium geworden. Und danach habe ich dann ganz viele Regieassistenzen gemacht und an verschiedenen Theatern gearbeitet und so nach und nach eigentlich erst gemerkt, ja, es zieht mich eigentlich mehr zu Film und spezifisch mehr zum Schreiben hin. Also das war bei mir wirklich so ein gradueller Prozess. Und dann hatte ich nochmal so Aufbaustudiengänge, würde ich sagen. Also da gibt es in München zum Beispiel die Drehbuchwerkstatt München. Das ist eine einjährige Ausbildung zum Drehbuchschreiben. Und danach habe ich noch Serial Eyes in Berlin gemacht. Das ist eine Ausbildung spezifisch für serielles Erzählen. Sehr unterschiedlich, also nur mal so als Richtwert. Bei der ARD ist, glaube ich, so ungefähr das Honorar für ein Drehbuch, was wirklich auch gedreht wird, insgesamt für den ganzen Prozess 28.000 Euro. Wenn ich jetzt wirklich schreibe, dann ist meine Routine eigentlich, weil ich vormittags oder sagen wir morgens vormittags am produktivsten bin, früh aufzustehen und gleich einen Tee zu kochen und eigentlich noch im Schlafanzug sozusagen mich hinzusetzen und gleich loszuschreiben. Ich würde sagen, das Schreiben an sich, also wenn man wirklich vor der gefürchteten weißen Seite sitzt und Worte aus Papier bringen will, das macht man eigentlich fast immer allein. Und da habe ich auch, weil das ein sehr persönlicher und sehr intimer Prozess ist. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist fast so was wie Wachträumen. Das ist, glaube ich, besser, wenn man ungestört ist. Ich muss sagen, bis jetzt waren auch immer Vertragsverhandlungen ziemlich transparent. Also dass ich wusste eigentlich, wenn ich denselben Job mache wie ein Kollege, dass wir auch denselben Vertrag haben. Habe ich zum Beispiel auch einen Artikel gelesen darüber beim BBC oder was aufgedeckt wurde, dass Frauen ja wirklich viel weniger Geld verdient haben für vergleichbare Jobs. Also ich bin sicher, dass es diese Missstände gibt. Ich gucke viel, also das ist auch sowas berufsbedingt, was ganz, ganz lustiger Nebeneffekt ist, dass man einfach sehr viel sich auch angucken muss, um informiert zu sein. Dann hat man immer so eine gute Ausrede eigentlich, fernzusehen oder ins Kino zu gehen.